Gruppennummer GOI-1115. Anderson Robotics. Mitglieder. Etwa 200 Mitarbeiter weltweit. Aufgrund des Einsatzes von Seika-Einheiten in Andersons Belegschaft hat es sich als schwierig erwiesen, die genaue Anzahl von Mitarbeitern zu bestimmen. Ressourcen 750 Millionen US-Dollar jährlich, anormale Fähigkeiten. Status aktiv. Beschreibung. Bei Anderson Robotics handelt es sich um eine Paratech-Firma, die sich auf den Verkauf von anormalen Robotern, Androiden, künstlichen Intelligenzen, Computerprogrammen und Kybernetik spezialisiert hat. Während man davon ausgeht, dass Anderson Robotics bereits seit den 1990ern aktiv ist, wurde die Foundation 2007 zum ersten Mal auf die Firma aufmerksam, nachdem SCP-1360 während einer Razzia auf ein Lagerhaus für Paratech-Handelsgüter in Seattle gefunden wurde. Seit diesem ersten Kontakt mit Anderson Robotics hat sich die Firma als führender Händler paranormaler Robotiktechnologie etabliert. Obwohl Anderson Robotics sich eine weltweite Präsenz aufgebaut hat, insbesondere nach der 2014 abgeschlossenen Vertriebspartnerschaft mit Marshall Carter & Dark Limited, operiert das Unternehmen hauptsächlich im kontinentalen Teil der Vereinigten Staaten, insbesondere im pazifischen Nordwesten. Wichtige Produktions-, Vertriebs- und Verwaltungseinrichtungen wurden in Oregon, Washington und Kalifornien entdeckt und seit kurzem auch in New Mexico, Arizona und Louisiana. Dieser Gruppe konnten seit ihrer Entdeckung mehrere SCP-Objekte zugeordnet werden. Eine vollständige Liste enthält alle Artikel mit dem Vermerk Anderson. Aktuelle Ermittlungen über den internen Aufbau von Anderson Robotics durch MEK Gamma 13, Asimovs Gesetzeshüter, haben ergeben, dass der primäre, administrative Kern aus einem Ausschuss aus 6 Personen besteht, welche im Folgenden aufgelistet sind. Vincent Anderson, Vorstandsvorsitzender, anormaler Humanoide, Typ Blau. Albert Phineas Frostman, leitender Geschäftsführer, anormaler Humanoide, Typ Blau. Dr. Medea Kontos, Co-Leiterin, Forschung und Entwicklung. Jason Kontos, Co-Leiter, Forschung und Entwicklung. Dr. Jeffrey Wilson, Leiter der fortgeschrittenen Logikabteilung. Isaac Dillard, Geschäftsführer. Versuche, die eben genannten Personen festzunehmen, wurden durch die beeindruckenden Spionagefähigkeiten des Unternehmens, die anormale Natur ihrer Einrichtungen und die starke Unterstützung durch externe Gruppierungen erschwert. Dies schließt nicht nur MCND und die GOK ein, welche beide mehrere Lieferverträge mit Anderson Robotics haben, sondern auch die Kirche des Maxwellismus, welche den Produkten und den Mitarbeitern des Unternehmens wohlwollend gegenübersteht. Produktübersicht: Amur-Reihe Aufklärungsdrohne. Kleine, kugelförmige Roboter mit versenkbaren Beinen, welche in der Lage sind, steile Wände zu erklimmen. Diese winzigen Drohnen haben einen Durchmesser von ca. 5 cm. Jedes Gerät ist in der Lage, Video- und Audioaufzeichnungen anzufertigen und ist mit einem aktiven Camouflage-System ausgestattet. Es wurden mehrere Exemplare gefunden, welche Personal, insbesondere Mitarbeiter in den Standorten 64, 81 und 88 ausspioniert haben. Aplomado-Reihe, Einrichtungsverteidigungseinheit. Ein automatisierter mobiler Geschützturm mit einer Größe von etwa 2 Metern, Wärmebildkamera und 4 Läufen, welche mit einer Vielzahl von verschiedenen Bewaffnungen ausgestattet werden können. Eine selbstreparierende äußere Panzerung macht Aplomado-Einheiten weitgehend immun gegen die meisten Handfeuerwaffen. Gyr-Falcon-Reihe, Prothese. Die Gyr-Falcon-Reihe wurde erstmals 2016 für den Endverbraucher freigegeben und beinhaltet kybernetische Augen, Beine und Arme mit einer Vielzahl von paramenschlichen Fähigkeiten und Funktionen. Im Gegensatz zu anderen Anderson Robotics Produkten wird die Gyr-Falcon-Reihe fast ausschließlich Kunden von Marshall Carter & Dark angeboten. Persönliche Hobby-Androide. Bei den 31 cm großen Hobby-Androiden handelt es sich um eine Reihe von Spielzeugroboter-Prototypen, die von der SCP Foundation während der Razzia auf Anderson Robotics Firmenhauptsitz am 24. Mai 2024 gefunden wurden. Sie sind so entworfen, dass sie vom Benutzer selbst zusammengebaut und programmiert werden. Die Fertigkeiten jeder Einheit sind von 5 Persönlichkeitsmerkmalen abhängig, welche der Benutzer während der Konstruktion auswählen kann. Kestrel-Reihe, häusliche Allzweckeinheit. Die Kestrel-Reihe ist etwa 1 Meter groß und gleicht einem schwarzen Würfel. Sie enthalten mehrere Arme, welche für eine Vielzahl häuslicher Anwendungen spezialisiert werden können. Beispielsweise Kochen, Putzen, Schreinern, Autoreparaturen, Kinderbetreuung, landwirtschaftliche Tätigkeiten, Gartenarbeit und Tierpflege.
Merlin-Reihe Flugdrohne. Die Merlin-Reihe ähnelt in ihrem Aussehen einem kleinen Düsenflugzeug mit einer Flügelspannweite von 34 cm und es wurden bereits Exemplare beobachtet, die mit einer Vielzahl verschiedener Waffensysteme und Videoaufzeichnungsgeräten ausgerüstet waren. Das einzigartige Gehäuse der Drohne macht sie für die meisten Formen der Videoaufzeichnung unsichtbar. Nankin Computerreparatursystem. Es handelt sich hierbei um einen 2012 von Anderson Robotics entwickelten Prototypen. Das NCRS ist ein USB-Stick, welcher eine künstliche Intelligenz beinhaltet, die grundlegende Computerprobleme beheben kann. Trotz des weitgehend funktionsfähigen Prototypen hat Anderson Robotics das Produkt nicht für den gewerblichen Vertrieb entwickelt. Peregrine-Reihe humanoide Allzweckdroide. 2 Meter Größe handelt es sich bei der Peregrine-Reihe derzeit um den meistverkauften Droiden, welcher von Anderson Robotics angeboten wird, und sie stellt den einzigen ihrer Androiden dar, welche für die breite Öffentlichkeit erhältlich sind. Jede Einheit der Peregrine-Reihe ist modifizierbar, um Fertigkeiten sowohl für häusliche Aufgaben als auch für den Kampf hinzuzufügen und verfügt über eine fortschrittliche künstliche Intelligenz. In den letzten Jahren haben mehrere Gruppierungen und wohlhabende Gönner damit begonnen, PSHADs zur Ergänzung ihrer Sicherheitskräfte einzusetzen. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass PSHADs in der Lage sind, als Kommandoeinheiten für andere Anderson-Produkte zu fungieren, insbesondere für die Aplomado- und Merlin-Reihen. Seika-Reihe Androide. Ähnlich wie die Peregrine-Reihe sind die Seikers so konzipiert, dass sie mit einer Außenhaut ausgestattet sind, die menschlichem Fleisch ähnelt, sodass sie sich als Menschen tarnen können. Derzeit handelt es sich um das einzige von Anderson Robotics entwickelte Androiden-Modell, welches nicht für den öffentlichen Verkauf angeboten wird. Seikers haben es dem Unternehmen erlaubt, ihre Spionagemöglichkeiten auszubauen. Die schließt zum Beispiel die Verkörperung mehrerer Mitarbeiter der SCP Foundation sowie in einem Fall die Verkörperung eines Mitglieds des Kongresses der Vereinigten Staaten dar. Mobiles Einsatzkommando Gamma 13. Spitzname Asimovs Gesetzeshüter. Aufgaben Beschatten und Undercover-Arbeit. Handlungszentrale Standort 64. Beschreibung: Das mobile Einsatzkommando Gamma 13 hat sich auf die Untersuchung, Beschattung und Festnahme anormaler Objekte, Personen und Entitäten, welche mit der Gruppe von besonderem Interesse Nummer L15 Anderson Robotics in Zusammenhang stehen. Dies beinhaltet die Identifizierung von Anderson-Kunden, die Lokalisierung von Anderson-Produkten und das Durchführen von Razzien in Anderson-Büros und Fabriken. Gamma 13 war in der ursprünglichen Verwahrung von SCP-2306 und SCP-2806 sowohl an der fortlaufenden Verwahrung von SCP-2906 beteiligt.